Willkommen bei Gravities Plus. Ich habe wieder ein neues Produkt für euch und nachdem wir hier auf dem Kanal ja schon so einige Kopfhörer hatten, heute ein Gerät, mit dem wir auch mal Ton aufnehmen können, statt nur zu hören. Und zwar das Blue Yeti Mikrofon. Und ein paar lustige Yetis zeigen uns schon, was wir mit diesem Mikro alles machen können. Letztendlich ist es ein professionelles Mikrofon für euren Mac. Besonders gut eignet sich das Mikrofon vor allem für Anfänger, die mit YouTube oder Podcasts starten wollen. Und wir schauen uns das Produkt jetzt einmal im Detail an. Wir haben das Ganze jetzt einmal für euch ausgepackt. Die Verpackung war etwas unspektakulärer als sonst, aber dafür ist das Produkt umso spektakulärer. Ich drehe das mal für euch, damit ihr das auch mal ganz gesehen habt. Wir haben nämlich einmal Regler auf der Rückseite und auch vorne. Was die alles tun, schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Damit zum einen den Volume-Regler für den Kopfhörer. Ihr habt nämlich an der Unterseite einmal den Anschluss für das USB-Kabel, um das Mikro auch mit dem Rechner zu verbinden und einmal einen Klinkenanschluss, um einen Kopfhörer anzuschließen, den ihr eben über den oberen Button regeln könnt. Damit habt ihr einen Monitor, mit dem ihr eure eigene Stimme hört. Wenn man so wie ich gerade ein Video aufnimmt, ist es sehr hilfreich, seine eigene Stimme zu hören, um eben Sprachfehler zu vermeiden. Des Weiteren habt ihr oben noch einen Mute-Button. Damit könnt ihr das Mikro natürlich auch ausschalten, wenn ihr es für einen gewissen Zeitraum nicht benötigt. Passiert natürlich gerade nichts, weil wir es noch nicht angeschlossen haben. Auf der Rückseite könnt ihr den Gain regeln, wie empfindlich das Mikro sein soll. Über den unteren Regler könnt ihr die unterschiedlichen Klangcharakteristika einstellen. Das ist besonders cool und einsteigerfreundlich, weil ihr so das Mikro genau auf eure Gegebenheiten anpassen könnt. Zum einen haben wir hier den Stereo-Modus, der eignet sich zum Beispiel sehr gut, um Instrumente aufzunehmen oder eine Band, wenn sie spielt. Als zweites haben wir den omnidirektionalen Modus. In dem Modus nimmt das Mikro aus allen Richtungen Klang auf. Auch hier für Instrumente sehr gut geeignet. Muss man immer an die Situation ein bisschen anpassen. Als drittes haben wir den Kardioid-Modus. Das eignet sich besonders gut für Podcasts oder Voiceovers, weil hier die Stimme sehr natürlich wiedergegeben wird. Und als letzte Funktion haben wir den birektionalen Modus. Da nimmt das Mikro alles auf, was in der Front ist und was auf der Rückseite ist. Das eignet sich natürlich besonders gut für Interviews zum Beispiel. Ich habe das Mikro einmal mit dem MacBook verkabelt und alles schon für eine Testaufnahme vorbereitet. Für unsere Testaufnahme nutzen wir QuickTime in maximaler Einstellung. Da könnt ihr hier auch nochmal die Einstellung vornehmen. Eigentlich, wenn ihr das Mikro über USB angeschlossen habt, wird dieses hier auch automatisch erkannt. Ist dies nicht der Fall, könnt ihr auch in den Systemeinstellungen unter Ton das Mikro hier unter den Eingabegeräten direkt auswählen. Dafür einfach einmal vom internen Mikro auf das Yeti wechseln und schon wird das Mikro in allen Anwendungen genutzt. Funktioniert dann übrigens auch für Telefongespräche. Starten wir aber mit unserer Aufnahme. Das ist eine Testaufnahme für Gravities Plus. Das ist eine Testaufnahme für Gravities Plus. Besonders gut gefallen hat uns, wie einsteigerfreundlich das Mikro ist. Das Mikro ist kinderleicht zu bedienen und jeder kann sehr professionelle Aufnahmen damit machen. Leider kann man das Mikro nicht Höhen verstellen. Dafür wird zusätzliches Zubehör benötigt. Dieses und viele andere Produkte findet ihr natürlich auch in einem unserer über 40 Gravestores. Wo der nächste ist, erfahrt ihr mit einem Klick auf diesen Button. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Kanal-Abo da, damit ihr immer über die neuesten Trends im Digital Lifestyle informiert seid.